Hallihallo zusammen und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays. Ja, und einen neuen Let's Test angespielt, sage ich erstmal zu dem Spiel My Hero Academia. The Strongest Hero. Das Spiel ist vor wenigen Tagen erschienen und ja, ich möchte es jetzt zusammen mit euch anspielen. Es hat an sich einige gute Bewertungen erhalten, außer der Release, der war wohl ein bisschen ungünstig. Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe das Spiel jetzt schon runtergeladen. Und würde es jetzt direkt mit euch starten. Ihr habt gesehen, es gab jetzt schon 66 Server, also die haben hier einige aufgemacht. Und ja, fangen wir mal an. Und zwar gucken wir uns aber auch die Geschichte dazu an. Ich kenne sie ja, weil ich habe den Anime ja erst dieses Jahr geguckt. Und die Staffel 5 gucke ich ja auch gerade aktuell. Aber für euch mache ich jetzt mal den Story Recap an. 通勤時間帯に能力移行講習及び冒頭地震まさに邪悪の根源を。 手柄か。巨大国家、人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕らを守ってくれる存在。そしてヒーローの中でも最強を誇るオールマイト。幼い頃から 僕は彼の姿に憧れていたんだ。オールマイトのような笑顔で人々を救うヒーローになりたい。でも食らっていく。別個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに平等じゃない。これが So, jetzt kann ich auch steuern. Der Kleine mit dem Buch. Kann ich mit einem hier quatschen? Katzenofficer. Da soll ich noch nicht lang. Ja.
lustig, was es hier für Gestalten gibt. Hunde, Katzen, Fledermäuse. Okay, wie ich mit den Leuten spreche, weiß ich erst noch nicht. Das ist direkt vor mir gespawnt. Die Kamera dreht sich automatisch, wie es scheint. Aha, unser erster Kampf mit All Might sogar. Okay. ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？ ごねん前、敵の襲撃で負った傷は、私のヒーローとしての活動限界に、1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだよ。夢見るのは悪いことじゃない。だが、相応の現実も見なくてはな、少年。 Kann ich rennen? Mit den Ingame-Sound noch relativ laut, also die Musik. Ja, der Bösewicht ist ja entkommen, weil Denki sich an All Mights Verse geheftet hat. Und jetzt hat er auch noch seinen, naja, in Anführungsstrichen besten Freund verschluckt. Distraction. Den Schulrucksack ins Gesicht bekommen. Thank you.
散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され無事警察に引き取られたみたいだ。そして僕は帰り道で。少年、レート帝政、そして提案をしに来たんだ。あの場の誰でもない、小心者で無個性の君だったから私は動かされた。トップヒーローの学生時から器を残している。彼らの多くの話を見つけ、考えるより先に体が動いていたと。君もそうだったんだ。ヒーローになれる。Illicit Characters, okay, was soll das denn sein? Ist doch irgendwie sehr buggy. Illicit Characters, was ist denn bitte schon ein Illicit Character? Illicit. Leo kennt das gar nicht. Doppel L. Gesetzeswidrig. Illegal. Unerlaubt. Was ist denn bitteschön an dem unerlaubt? Joe Leonard. Also ein I ist drin, ein S ist drin. Vielleicht das H. Das A ist drin und das N. Das Y auch. Auch das H. Warum geht denn dann schon Ninja nicht? Verstehe ich nicht. Dann mache ich Denki 87. Das macht er. So, Level up und Stamina hoch. Diverse Items. Pro Hero. Alton, Shinkoku District und Cuisine Square soll ich untersuchen. Alton Station.
wie viele Leute hier sind. Ich würde gerne was anderes anklicken, aber scheinbar läuft er jetzt automatisch. Der rennt auch automatisch. Dass es hier so ein bisschen offene Welt ist und man kann an den Wänden rumlaufen. Das ist ja interessant. Kidnapped, Leute retten. Achso, der hat gerade um Hilfe gerufen, dass seine Tochter entführt wurde. Okay, dafür gab es jetzt schon ein Level Up wieder. Die Erfahrungs... Leiste scheint halt nicht so groß zu sein. Ich hätte ja gedacht, dass es irgendwie in der Schule losgeht. Teaminfo, Deploy. Achso, das scheint mein, ich nenne es mal Abenteuer-Level zu sein, nämlich mein Hero-Level. Weniger als 20 Hits, HP weniger als 30. Okay. Robs war irgendwas mit Steak. War der letzte der Geiseln. Habt ihr mal ein Auge auf sie? Das ist zu einfach. Warte, ich höre etwas. Helden, sie sind schon hier. Erledigt sie. Shotstyle. Das war ja Combo, okay. Achso, die Taste kann ich jederzeit drücken. Doch auch eh. Okay. Ah ja, okay, das kriegt man automatisch eingesammelt. Geld und Essen. Was? Bullhead. Ah, ein Ausweichkonter. Schön. Okay, das war perfekt. Okay, zweites Bonus, über 30% HP bleiben, habe ich auch geschafft. Und damit unsere erste Aufgabe erledigt und wieder eine Taiyaki. Speise bekommen. Ich vermute, Speisen sind hier das Auflevel-Item.
Wieder Level Up. Benefits und Maul. So, wir haben ein Ticket bekommen, Recruit-Ticket. Das ist ja ein Gacha-Game. Dann wollen wir mal reporten. Und dann würde ich mal gucken, ob man hier irgendwelche Settings machen kann. Ah, voll durchs Fahrrad gelaufen. Schon wieder Level Up. Hero Upgrade freigeschaltet. Und wir haben eine Drohne bekommen. Hero Up and check it out, the heroes of the agency. Hero Information. Upgrades. Quick Upgrade. Bis Level 10 bringt mich das. Ich muss drücken, ich kann nicht selber laufen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier sicherlich auch immer wieder von vorne anfangen könnte, um beim ersten Pull, den man macht, bessere Einheiten zu kriegen. Weil es typisch Gacha ja dann sein wird. Touch Skill. Den kann er schon. Den hatte doch eigentlich erst beim ersten Turnier den Finale erst gelernt. Noch mal schön ins Gesicht treten, obwohl es schon am Boden lag. Von die einzelnen Kampfbelohnungen geben gar nicht so viel Erfahrung. Es ist wirklich der... Halt, halt! Ich will kein Pathfinding machen, ich möchte selber laufen. Geht aber scheinbar nicht. Vielleicht noch nicht, vielleicht ist das später dann so. Was bist du denn? Wenn du sie retten willst, musst du erst an mir vorbei. Ah, Licht, leicht wie Papier. Special Skill. Okay, ich bin einfach stärker jetzt. Hätte er seinen Kollegen helfen können, dann hätte er mich sicher besiegt. Noch ein Ticket und danach gibt es zwei.
Und wieder ein Level up. Ach, mit Stamina ist sicherlich meine Energie gemeint, die ich brauche, um irgendwelche Missionen zu machen. Wie in typischen Gacha-Games, dass man es halt nicht dauerhaft spielen kann. Vor allem Let's First Look an Midoriya. Hat man bisher immer. So, hier kann man seine Skills aufwerten, also seine Auto-Attack. Kostet 600 Geld, ich habe 14.000. Und mehr darf ich erstmal wieder nicht machen. Danke fürs Retten. Sie haben ein Versteck irgendwo in dieser Gegend. Danke für diesen nützlichen Tipp. Ist ja nicht so, als ob die Karte bei Hero Academia riesig groß ist. Ah, ich muss wirklich straight diesem Fahrplan hier folgen. Ich kann nichts selber machen. Scheint alles noch zum Tutorial zu gehören. Ja, vielleicht ist es nach dem dritten dann zu Ende. Dann haben wir ja auch in dieser einen Benefit-Leiste die letzte Belohnung bekommen. Könnte ja gut sein. Bisher waren die Kämpfe ja auch geskriptet. Vielleicht ist es ja jetzt auch dann nicht mehr so. Wir hatten ein Schild. Defense Break. Es gibt also noch einen zusätzlichen Schlag gegen Dings. Charge, Chain. Okay, es gibt 1000 neue Attacken. Ah, das ist ein Smash, okay. Power Strike. Und der andere ist auch umgekippt dabei, oder was? Eigentlich noch gar nichts gedrückt, aber trotzdem läuft er von alleine. 1000 Gold. Gen? Ah ja, da ist er ja. Aber versteckt würde ich das nicht nennen. Wasserkontrolle. Okay, Wide Range. Okay, ich habe das Gefühl, wenn ich meinen Fernkampfattacke mache, dass das die Abklingzeit von meinem Nahkampf reduziert. Landspot. So, jetzt geht bestimmt das Gacha los. Ich bin gespannt. Success. Level 7. Bond. Recruit. Auto Combat. Zwei weitere Tickets und noch irgendwas war gerade freigeschaltet. Die typischen Gacha-Deals, wo man Geld machen, ausgeben kann. Für Ingame Gold. Die 600 Hero, ah ne, Hero Coins. Das wird was anderes sein als das, was ich vorher so gesehen habe. Was ist denn das?
Die Dinger habe ich geliebt als Kind. Huch, das wollte ich nicht. Warte, ich eigentlich was anderes gucken. Ah, jetzt darf ich da wieder nicht klicken. Okay, aber jetzt geht's los mit dem Rekrutieren. Shoto wäre natürlich geil. Der Shoto. Ah. Der Soundtypi war das, glaube ich, ja. Lightning Bolt. Ach ja, Elektro. Hm. Ah, Auto Active. Das ist wahrscheinlich eine Kombo, wenn ich den Charakter wechsle. Ähnlich wie bei. Ja, den Tails-Spielen war das ja zum Teil so. Okay, ich darf mich nochmal pullen. Cameo Woods. So, das gibt Punkte und Hero Points. Das ist Daily Belohnungen und ja, so ein Hero Weg. Stamina ausgeben. Haben wir jetzt 105. Die ersten Level werden noch schnell gehen. Vor allem, es gibt 4 S-Charaktere, 5 A-Charaktere und 3 B. Ich habe natürlich ein B gezogen. Aber vielleicht war der Pull-Off Pflicht, ich weiß es nicht. Ah, jetzt darf ich drücken. Okay. Ich hatte irgendwas gelesen vorhin. Hier, Permanent Pack. Was ist denn das? Achso, es ist nur einmal eine Limited Offer. Deswegen Permanent. Da hat einer Shoto bekommen, wie geil. Frames, die man freischaltet. Achso, das sind Chat-Frames, Titel, okay. So, was haben wir denn hier oben noch? Da ist ein Ticket mit drin. Daily Sign-In. Send Dollar Receive. Stamina Claim Requirement, don't remind me. 10 Receive. Receiver ist, ich kriege was. Achso, aber ich kriege wahrscheinlich dann auch die Stamina. Und die brauche ich eigentlich gerade erstmal noch nicht. Irgendwelche Monthly und Weekly Pässe. Recruit Tokens. Ah, da kann ich drauf drücken. Damit braucht man den Elite Pass. Sign in for one day. Aha, das geht also doch. 130 haben wir jetzt schon. Warum leuchtet das da hinten? 5, 6, 7. Nach einer Woche. Wahrscheinlich deswegen. So, dann will ich aber nochmal gucken, was hier noch so leuchtet. Gold und Punkte. Ich würde alles erstmal einsammeln, außer Energy. Energy sollte man sich immer aufheben, bis es läuft oder man es wirklich akut braucht.
um weiterspielen zu können. Zumindest ist es so in den meisten Gacha-Games, die ich bisher immer gespielt habe. Ah, hier mit diesen ganzen Highscores. Das sind Highscores von anderen Spielern. Das war bei AFK Arena auch immer so. Ich möchte den jetzt aber eigentlich erstmal nicht trainieren. Upgrade one rank to unlock advanced level. All equipment to advanced. Use kostet auch 200. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das machen sollte. Naja, ich glaube, so viel verkacken kann ich jetzt am Anfang noch nicht. Ah ja. Also ich habe jetzt trainiert und jetzt kann ich das Upgrade quasi machen. Im nächsten Rang. Und damit ist jetzt Max Level 20 freigeschaltet. Und neue Trainings in irgendwelche Skills wahrscheinlich. Das kostet hier alles nichts. Deswegen mache ich das erstmal. 600, ich habe 65.000. Und dafür brauche ich einen neuen Rang. So, Assist. Was ist Assist? Assist Skills which scale in power according to the character's rank. Okay. Also der Skill wäre wahrscheinlich besser, wenn ich den anderen Typen auch noch leveln würde. Can be equipped with support skills. Will have a chance to trigger the support speed. Super support skill. Super speed support skill. Mann. Super speed support skill. 4 S's. Every hero has a support skill it can use to help other heroes. The support skill's quality matches the hero's initial quality. CS, ESB, okay. Equip support skill can also give a hero stat boni. Equip so of design types. The support skill type matches its hero's bonus. Was mir das Bild hier verdeutlicht, verstehe ich zwar noch nicht. Aber das wird sich sicherlich im Laufe des Spiels. Also mit meiner Q-Attacke ist jetzt die Attacke der Skill gelingt. So, und ich Affinity, was ist das jetzt noch? Brauche ich irgendwelche Thank You Letter? Wahrscheinlich brauche ich dazu. Muss ich dafür Aufgaben gemacht haben? Ah ja. Und jetzt brauche ich wieder irgendwas anderes. Was ich noch nicht habe. Leveln wir mal noch die Skills. Und für den Rest brauche ich wieder einen höheren Rang. Okay. Gucken wir mal durch alle Menüs durch. Aber da waren wir jetzt überall drin. Okay. Rekrutieren. Spezialrekrutierung. Haben wir aber gar kein Ticket, obwohl er mir anzeigt. Hero Coins, das sind bestimmt die da oben. Hero Coins, ja. Und die Tickets heißen wie? Event Recruit Tickets. Da kann man limited sich auch welche kaufen wahrscheinlich. So, ich habe 5 noch frei. Ich werde glaube ich einen 10er Pull machen. In den meisten Spielen ist es so, dass man mit einem 10er mehr Chancen hat. Every 10 attempts kriegt man einen garantierten Charakter.
You're guaranteed to get a rank A or better character every 30 attempts. Einen habe ich von 30. Every 100 attempts. Dann ist es, glaube ich, egal. Dann kann ich es auch einzeln machen. Ah, dass man immer klicken muss. Das sind Puzzleteile von irgendwelchen Charakteren. Bei anderen Spielen ist es so, dass man die dann auch wieder zusammensetzen kann zu einem Charakter. Thank you. Okay, Mr. Schwanzmann. Hundert Hero Points, die nehmen wir natürlich mit. Achievements gibt es auch noch, die einem Hero Points bringen. Ja, ein neues Gacha-Game anfangen, dann gibt es immer erstmal so viel freizuschalten. Ich klicke mich hier jetzt auch einfach mal durch. Resonance Progress. Character Rank can be upgraded to A. Attack plus 2. Stimmt, dadurch, dass ich diese eine... das eine Puzzleteil bekommen habe. Er hatte ja auch eins. Ich glaube, es macht doch keinen Sinn, das aufzuheben, aber ich weiß es auch nicht. Und abgestürzt. Aber ich glaube, die haben auch noch so ein bisschen mit dem ganzen Serveransturm Probleme. Habe ich irgendwo gelesen. Hauptsache, mein Save ist jetzt noch da. Achso, die Supply war noch offen. Okay, ist auch noch was, wo ich noch nicht reingeklickt habe und es irgendwelche Benefits gibt. Achso, jetzt für den Progress, den ich gerade gemacht habe mit dem Skill-Leveln, Charakter-Leveln, das Rekrutieren sogar auch. Für die Resonanz. Und der Rest kommt erst ab Level 10 bis höher. Na dann, würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Akku, er läuft sogar, wenn ich im Menü bin. Ich hab sogar eine Tasche. So, was mache ich eigentlich mit dem Drohnen? Can be used in peacekeeping, it allows you to rush some of the stages and reach the boss stage faster. Ah, okay. Na dann, zweites Missionsgebiet. Gucken wir mal nach Notrufen. Keine Anomalie gefunden, okay. Das Kamui. Hohe Erwartungen an uns, weil wir empfohlen wurden. Okay, jetzt werde ich sogar angehalten, den neuen Helden zu trainieren. Dann machen wir das doch mal.
Normalerweise ist es in Gacha-Games ja so, dass man nur die man spielt, also sein Team halt levelt und nicht alle. Aber jetzt wird es langsam teuer mit ein paar Tausender. Da müssen wir jetzt mal wieder was machen auch für. Okay, der Bahnhof wurde eingenommen. Wir sollen den Bahnhof befreien. Oh, in 120 Sekunden ist ein neues Bonusziel, was hinzugekommen ist. Bin jetzt echt gespannt, ob jetzt beide kämpfen. Ich steuere ja eigentlich nur einen. Will ich mit dir spielen? Ich will mit Denki spielen. Denke ich gesagt. Okay, ich muss glaube ich mit dem kämpfen. Kaminari is a ranged output hero. Use electric current to constantly change positions. QVE. To store electric energy, once full you can use a power up to electric spear. Activate electric field to summon electric orbs that will deal damage to nearby enemies. You will also be able to link enemies in a straight line with electric current. A chain current can link multiple villains. These villains will all take damage. Okay, und Auto-Attack gibt's auch. Ach, Zagatin. Hat Hauptsautomaten kaputt gemacht? Und das ist eine Auflandung. Aber es waren schon alle tot, schade. Das Gesicht. Ah ja, jetzt darf ich auch mit Denki spielen. Rescue them after taking out the villain. Approach the civilian, then press the button to free. Free them takes time. Die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig, finde ich. So, jetzt ist auch der Boss da. Schön, mit Denki geht's weiter.
Beim Giant William, der sieht gar nicht so groß aus. Gigantification. Achso, der ist vielleicht doch gerade in seinem Normalzustand. Schlag in die Eier und tritt ins Gesicht und weg war er. Okay, geschafft. Und level up. Function for the agency going. Die ganzen Kapitel. Claim, receive. Ah, Mist, jetzt hat er tatsächlich das dann automatisch gegessen. Das wollte ich ja eigentlich verhindern. Der Kleine mit seinen Würfen. Schmuggelware liefern. Okay, damit ist das hier schon fertig. Schieß, tap to kill. Challenges. Hero rating challenges are now open. Okay, was auch immer das bedeutet. Accumulate stars to earn rewards. Stat Bonus, Attack, Defense und AP. Now turn to the main menu for the quest. Baustelle wurde übernommen. Okay, na dann. Da stehen jetzt so viele Blitztypi-Leute. Ich vermute, dass das wirklich ein Pflichtcharakter am Anfang war. Oder die Chance ist einfach ultra hoch, dass man den kriegt. Erste Priorität, die Geiseln retten. Der ist mit seiner AOE aber schon mächtig, finde ich. Ich hätte gedacht, dass das Fass mit hochgeht. Ah ja, das ist auch hochgegangen. Oh,
Combo Damage Master 5000 Damage in einem Level zu machen. Also wenn der Spock ist. Ist wieder so ein Minotauren-Typi. Was ist Switch sogar dann zwischen den Leuten? Kamera finde ich echt noch sehr gewöhnungsbedürftig. Und wie kriegt man für jede Phase von so einem Kampf immer 25 Erfahrungen? Das war bisher immer gleich. Da seht ihr mal unsichtbar und grünlich leuchtend. Ein Fischmann. Chameleon. Kann er einfach seinen Körper elektrisch machen, dann ist es auch egal, ob der Gegner unsichtbar ist. Wenn der Odin sagt, muss ich immer an One Piece denken. Achso, schon down. Ich bewundere, warum der Schadenzähler nicht hochgegangen ist. Fitnessgerät? Ja, ein Laufband. Hier, ja, Agency Goal und Hero Rating. Kriegt man jetzt scheinbar die. Gleich 5. Ah, und damit haben wir das erste S. Brauche ich also noch ein paar Hanteln, um weitermachen zu können. Ach, sagt bloß, der kann das auch benutzen? Oder haben wir zwei bekommen? Und noch ein Level Up und damit haben wir jetzt auch 10. Friends, Gear Enhancement, Support Gear und einige andere Sachen. Okay, der konnte immer Daten sichern, zum Beispiel, wo das Versteck sein könnte.
ganzen Weg wieder zurück. Aber wir wissen jetzt, dass wir in der Zwischenzeit irgendwelche Sachen anschauen können. Beim Passage. Ah, wir kriegen Support hier. Und damit kann man das Support hier equippen. Ah ja, da ist die Tante, die das auch immer mitgemacht hat. Eine Pistole. Rookie Weapon. Attack hoch und HP hoch. Stat Bonus. So, und jetzt sollen wir das auch noch upgraden. Nicht so viel, aber es sind halt nur $1000, ja. Sieht aus wie das, wo wir zuletzt waren. Suspicious Pan. Ach, jetzt haben wir beide. Das ist ja cool. Das ist der, der eben der Boss war. So, jetzt sehe ich aber den anderen Typen nicht. Achso, das war dann wahrscheinlich nur der Skill, der getriggert hat, der gelingt ist. Hab mich schon gewundert. Ja. Kamen gerade alle durch ein Portal, wie ist der Bösewicht mit der Handmaske kam. Das hat reingehauen. Zirk da rum liegt. One piece. Schade, ich habe auf Denki gedrückt. Ich wollte mit Denki den Boss machen. Haben wir dich? Eigentlich nicht. Trap Flags. なら俺は
Immer wieder lustig. Ganz viel Loot. Und Level A. Da haben wir das Kapitel. Ah ja, haben wir bekommen. Kapitel 2 auch durch. Supplies. Oh, wir kriegen einen Char. Mishima. Unseren Tank. Denke ich, ist Level 30. Zwölftausend hat das gerade gekostet. Hier werde ich jetzt, glaube ich, aber nicht alles machen können. Vom Geld her. Oh nein, ist wieder abgestürzt. Zweite Mal schon. Von dem Lehrer. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles eingesammelt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Geld. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt irgendwelche Missionen kriegen, wo wir einfach ein bisschen Geld trainieren können. Und wenn wir die vielleicht sweepen könnten, schnell abschließen können. Supply, ja, genau das, was ich gerade meinte. 20 Versuche pro Tag. Open all day. Was auch immer. Achso, Essen ist das wahrscheinlich zum Leveln und Geld. Quirk. Ultimate Power.
Reduce all cooldown of skills. Hier ist ein Level 10 Gegner. Würde es cooler finden, wenn man so eine Kameraperspektive hätte wie bei Genshin Impact, dass man die auch selbst steuern könnte. Erfahrung gibt das sogar. Challenge 5 times in a row. Ah, da kann ich also schneller machen. Oder auf Automodus oder irgendwie was dann. Below the recommended battle power. Kann ich also noch gar nicht. Kostet auch Stamina. Vor allem, ich brauche 3,6. Dann machen wir doch lieber das mal. 30.000 beim ersten Mal. Wäre dann noch 50. Also er macht die Kosten dann auch hoch. Normale Banditen. Liebe. Ja, es war leicht. Ja gut, diese Level 10. Auch 3,6, okay. Dann soll ich das scheinbar einfach noch nicht machen, glaube ich. Aber jetzt haben wir genug Geld, um daher wieder alle Upgrades zu machen. Das war auch deswegen so teuer, weil er gleich mehrere Skills auf einmal gekauft hatte. Hier bin ich jetzt halt echt unsicher, ob ich jetzt noch in den dritten Charakter investiere oder lieber nicht. Ich glaube, solange man es mir nicht sagt, würde ich es jetzt erstmal nicht machen. So, das wurde schon upgegradet. Das kostet auch Geld. Ich glaube, ich gehe mal auf das gleiche wieder. Ah. Kampfdaten sammeln. Ein Skill. Level 40, okay. Ich würde eigentlich noch was anderes schauen. Habe ich schon gemacht. Super Co-op-Battle. Ah ja, die brauchen wir bestimmt dann für Equipment.
Ah, was haben wir hier eigentlich? Ein Rush-Ticket. Ah, eine Quest automatisch abzuschließen. Was ist das Herz? Aktivität. Es gibt so viele Quests und Sachen, die man machen kann. Drei Charaktere auf 30 bringen, ist also doch eine Quest, den anderen hochzukriegen. Dann machen wir das mal. Muss ihn ja nicht trainieren. Sogar available. Achso, die Mission ist wahrscheinlich available. 20.000 Gold haben wir dafür bekommen. Vier Teile Support Gear auf Level 10 bringen. Okay, brauche ich erstmal so viele Teile. Sollte ich doch fit sein. Hier war noch was. Achso, das war das. Aber auch Gold dabei, sehr gut. Schade, dass man keine Tickets kriegt. Die Stamina hebe ich mir immer noch auf. Hier wollte ich eigentlich nochmal schauen. Aber wir haben kein Ticket bekommen, schade. Okay, jetzt aber. Halt, da war wieder was. Achso, das ist das da. STP. Roboter gleich ab. Ich würde ja gerne die Story eigentlich nachspielen, wie bei den meisten Anime-Games. Das Turnier zum Beispiel. Oder auch der erste Kampf, wo er zum ersten Mal seine Fähigkeit benutzt hat. Um das eine Mädel zu retten. Insufficient Energy. Ach, das war auf die Charaktere bezogen. Jeder kann einen Kampf machen. So ist das also gemeint. Also muss man halt tatsächlich auch mehrere Charakter trainieren. Das finde ich ein bisschen doof. Ich würde gerne einfach nur meinen Deko trainieren.
Ah, der ist groß. Zwei Vier ist, glaube ich, mein Maximum gewesen, was ich bisher an Damage gemacht habe. Also zumindest mit einer Attacke. Gegner wurde besiegt, als ich gerade was ins Gesicht gekriegt habe. Agency Level 13. Tja, und der vierte Kampf, wie läuft denn das? Mit seiner Energie. So, er ist jetzt eigentlich schwach, weil er hat jetzt... Bei ihm sind ja seine Attacken nicht geskillt. Obwohl seine Attacken nicht geskillt sind, tut das dem auch keinen Abbruch. Ein bisschen langsamer. Vor allem, weil er so Charge-Attacks halt auch hat. Aber der Kampf war tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen angenehmer gewesen, wenn ich da mit den anderen gespielt hätte. Immerhin habe ich ihn noch auf 30 gebracht und nicht auf 1 gelassen. So, fehlt noch der Große, oder? Ah, automatisch mit Denki weiter. Mit Kashima. Wahrscheinlich war er der Letzte gerade war, der gekämpft hatte und am nächsten dran ist. Einer ist down. Ich glaube, das kommt wieder in 2 Minuten, schafft man nicht. Dafür dauert der Kampf schon zu lang. Ah, wobei. Ah ja, haben wir doch geschafft. Weitere Drohnen und Essen bekommen. Hero Daily Quest. Ein weiteres Ticket. Super Coop is now open. You can test your skills against other agencies. Coop klingt für mich aber verbündet. Thank you.
Mach mal Deko, muss gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Ich vermute, dadurch, dass das jetzt kam, haben wir gerade das Tutorial abgeschlossen. AFK Reward Time Accumulated. The higher the rating, the stronger the agency, but fear not, with your current strength, you could even challenge the top agencies. Der hat 6,5, ich habe 4,6. Der ist Level 17, ich bin Level 13. Ich möchte nicht gegen den kämpfen. Nein! Was soll denn das für ein Kampf sein? Das ist doch voll unfair. Und das läuft jetzt wie? Autokampf. Total Fail, ja, danke auch für diese Gegnerzusammenstellung, liebes Team. So, jetzt darf ich selber schauen. Und es war eigentlich schon gut genug für meinen Levelstand. Okay, da kriegt man diese Battle Cards, wenn man gewinnt. Beim Paladin habe ich, glaube ich, gerade gar nichts bekommen. Ach, cool, und Location, also man geht dann hoch. Kaschan. Okay, bin im Rang gestiegen. Zwei Versuche habe ich noch. Ah, man kann an der Formation was ändern. Und back. Ich würde ja sagen, so. Diesen Attack, der ist eh auf Reichweite. It's only for reference member to recultivate your heroes to increase battle power. Completion referred. 3 von 6. Achso, das bis zu 6 Leute kann man in einem Team haben. Ja, auch hinten. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Attack plus 10, die Front kriegt Defense. Oder ich gehe auf Defense. Na, dann lassen wir das mal so. Ja gut, er ist auch tanky, ja, vielleicht deswegen. Dann machen wir mal die beiden noch. Alle 5 Stunden stand da, glaube ich, gerade kriegt man ein Ticket. Also mache ich jetzt 2 Kämpfe und dann spawnen sie dann wahrscheinlich. Sah trotzdem irgendwie knapper aus als gedacht. Ah ja, es kommen immer
so, dass noch Leute vor mir sind. Dann gehe ich doch gleich mal auf 2 höher. Gibt es dann sicherlich wöchentliche Resets. Finde ich aber cool. Vor allem hier ist es halt sehr wirklich davon abhängig, was man für Teamleute drin hat und Synergien. Interessant. Ja, bin wieder gestiegen, jetzt könnte ich weiter hochgehen. Alle 5 Stunden. Hä? Also, Novize, dein Awakened Exceptional, Supreme Extreme Summit und Invisible. Und dann kriegt man, achso, und ich kriege jetzt auf meinem Rang 5 pro Stunde von diesen Tickets. Und je höher mein Rang ist, desto mehr von diesen Tickets kriege ich pro Stunde. Everyone Rank. Ah ja, und für jeden Rank-Upgrade kriegt man halt Hero Points. Na, wenn das dann mal nicht Pay-to-Win ist. Ach, jetzt habe ich es geswitcht. Okay, verstehe. So, erstmal Belohnung einsammeln. 5000, 20. Ja, 4 von 6. Also 4 von 5 Kämpfen haben wir gewonnen. Den Pflichtkampf konnten wir ja gar nicht gewinnen. Zen Izuku Midoras, Aijun. Okay. Die 6000 können wir uns was holen. Diese DNA-Dinger kennen wir noch gar nicht, was man damit macht. Die Dinge haben wir nicht. Okay. I have good news for you. Hero Daily Quests are now available. Mhm. Complete Hero Daily Quests in specific regions to earn rewards. Reputation, rewards und Geld. Und das könnte man noch rushen. Aber dafür brauche ich auch Agency Level 25 vorher. Dass ich mir wenigstens mal angucken könnte, ja. Incomplete. Ultra Pass. Was haben wir hier? Social Contribution Tokens. Social Contribution, was irgendwie aber auch Erfahrung zu sein scheint. Beschissen Ultra Pass to unlock more rewards. Ah ja. Der bittet mich jetzt darum, echt Geld auszugeben. Plus Ultra Pass. Ultra Pass plus Ultra Pass. 5 Star Chips. Aber wie alle Gacha-Games, ich gebe kein Echtgeld für Spiele aus. Schade. Ich dachte, so ein Daily Pull for Free wäre ganz nice eigentlich. Hero Rankings unlocked. Schüssel drauf. Ist in Ordnung. Rush-Tickets, die wir noch nicht benutzen dürfen. City-Level gibt es jetzt auch noch. Boah, es gibt so viele Sachen in dem Spiel. Aber man macht die ja trotzdem mehr oder weniger alle automatisch. Und wenn City-Level jetzt nur so eine Bounty-Reihe ist, dann ist es jetzt ja auch nicht viel. Next Level unlock small tips. Aha. Okay.
Bin echt auf meinen ersten Definitpull gespannt. Midori. Nee, hab keine. Ich habe ja mir das Seil bekommen. Ah ne, das war jetzt wirklich nur einmaliger Gebrauch, okay. Zu Level 30. Ich bin doch Level 30. Peacekeeping, Peacekeeping, Main Menu. Dafür habe ich eigentlich nicht die Kohle. Ja, wobei 100.000 geht jetzt ja eigentlich wieder. Okay, haben wir es doch geschafft. Hier 9, aber insgesamt, da zählt es. Warum steht da, ich könnte enhancen, wenn ich gar nicht die Dinger habe, weil es mir jetzt anbietet? Komisch. Okay, na dann wollen wir mal starten. Ah, Müll aufsammeln, okay. Das, der Automod ist gut. Für so eine Langeweile Quest. Aus. Level up! Hero Training, Dorm und Hero Commission. Plus 300 gab es sogar. Also die Daily Quest geben gute Erfahrung, wie es scheint. Congratulations, the city level has reached 1 and more commissions have been unlocked. Plus 1 great sea quest, okay. Commission. Quick deploy. Was auch immer eine Commission macht. Der trainiert jetzt 3 Stunden lang. Okay. Dorm ist auch neu gewesen. Oh, was haben wir hier? Ein Spiel in einem Spiel. So eine Art Housing, wie es scheint. Random Journey. Follow List. Huch. Damit kommt man in andere Leute Zimmer rein mit Random Journey. Ach so. So, Edit. Nö, habe ich erst nicht. A, nichts und B, will ich auch nichts ändern. Member. Jetzt laufen die beide rum. One Tony, ich mach mal doch mal einfach sowas versetzen. Ist hier ein Fenster irgendwo? Nö. Dann schön in die Ecke das Bett.
Dann habe ich alles mal verschoben. Vielleicht gibt das ja auch irgendwas. Aber sieht nicht danach aus. Jetzt kann ich mit ihm rumlaufen. Okay. Und dann gibt es noch einen Shop, wo man sich mit den Punkten, die man hier auch nur bekommt, scheinbar was kaufen kann. Aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal... Achso, das kann ich mir nicht leisten. Das Set vollständig, wollte ich gerade sagen. Bevor ich mir neue Sachen kaufe. Vermutlich kriege ich jetzt Punkte, wenn ich irgendwelche Sachen mache. Ich frage mich, ob ich die Katze gerade hätte anklicken können und irgendwas bekommen hätte. Na gut. Koffer freigeschaltet und dadurch auch gleich ein Level abbekommen. Talent, Team-Up, Support-Cards, Emergency, irgendwas. Okay, der ist also auch vollständig dadurch schon. Upgrade Talents. Aha, jetzt gibt es auch noch ein Skilltree. Boah, ist hier das alles viel. Und da braucht man jetzt diese DNA-Teile, wie es scheint. Muscle Memory. Kann ich noch mehr? 300 habe ich noch. Die kosten alle mehr, 560. Ich kann immer zu den anderen noch rüberschauen. Achso, der braucht andere Farbe und der braucht auch andere Farbe. Ich frage mich, warum dieses Intership-Dingsbums immer leuchtet. Das ist jetzt schon das zweite Mal und dann war nichts drin. Plus 5. Damit kann ich mir mein Gear upgraden. Normal Alloy. Ach, Garrot. Das ist ein Dragonball-Spieler. Combat Training. So, aber bevor ich das mache, würde ich eigentlich gerne diese Daily Quest, wie es hieß, noch zu Ende machen. Jetzt das Ganze wiederfinden. Commissions Back, Lines. Oh, hat man nicht ein Ticket? Ja. Hm. Akuro. Habe ich leider nicht. Ah, für Geld kann man sich das auch aufwerten lassen, okay. Das ist die Hauptquest. Ah, geht auch noch gar nicht. Das könnte ich jetzt aber schon rushen. Ich brauche das ja eigentlich noch, damit ich die anderen upgraden kann. Beziehungsweise fehlen uns ja auch noch andere Sachen. 3 von 12, da sind wir gerade. So, mal gucken, wie viele Kapitel es gibt. 13. Es scheint aber... erste, zweite Kampagne, Season zu sein.
Ich suche eigentlich gerade. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Leute. In den meisten Spielen hat man ja was davon. Weil man sich dann was schicken kann. Aha, einer hat's angenommen. Okay. Aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich finde es nur nicht wieder. Ah, aber das habe ich auch schon gesucht. Oh ja, man sieht sofort den Unterschied. Krass. Aber das hat immer noch nicht ganz das gebracht, was ich gesucht habe. Und zwar suche ich diese Quests. Diese Daily Quests. Und hier rekruten. Noch keine Badges zum Displayen. Keine neuen Avatare habe ich auch nicht. Das ist meine UI. Hobbys. Video Games, Comics, Kochen, ah ne, eher Movies, Quirks, dann mache ich da mal die Movies raus und mach mal hier Cancer rein, was auch immer. Ah, das hat mir sogar was gebracht. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Ein Titel habe ich, glaube ich, noch nicht. 30 Tage hat man die auch scheinbar nur. Manche hat man aber permanent. Okay. Baby Denki. Deko. Agency Buff. Ich sag immer noch Illicit. Okay. Ach, hier war es, glaube ich. Ah ja, genau. Claimable Side Quests, Main Quest, Daily Quest. Genau. Ich wollte nämlich drei Daily Quests machen. Krass, wie die Optik jetzt aussieht. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis es abstürzt. Aber gut, das ist ja auch ohne den Change schon. Ein Level 16 Gegner. Ist wahrscheinlich auf mein Level angepasst. Ah, ne, sind mehrere.
Mama. Wieder mit dem Taurus Ball. Schafft mich mal anzugreifen. Hero Chris, okay. Ich hätte aber nicht gedacht am Anfang, dafür, dass es ein Mobile Game ja ist, dass man sich auch frei bewegen kann. Wer bist du denn? Dr. Hero. Na, ich wollte doch gar nicht drücken. Detroit Smash. Okay. Who's the host partner with the Eraserhead? Highsport war Mick, glaube ich. Ne, oder Midnight? Ne. 2 von 4, okay. How many members are there in the Hero Group Pussycats? Ach du Scheiße, das sagt mir jetzt gar nichts. Gut geraten! What is the 13th quirk? Keine Ahnung. Agency Alliance und Hero Trials freigeschaltet. Alliance. Achso, Gilden quasi. Weekly Merit. Die haben sogar noch einen Platz frei. Applied successfully. Wir haben auch einen 32er und haben mit weniger Leuten mehr Punkte. La France. Das sind die einzigen Zweier, die es gibt. Und das ist ansonsten die stärkste Italien. So, damit haben wir. Achso, ja, stimmt, das kriegen wir ja dann noch. Thief Factor. Next Reward. Katze! Obwohl ich keine Katzen mag. Nee, das Ticket ist eigentlich besser. Okay, und dann haben wir jetzt noch Sidequest, bevor wir die Hauptquest machen. Katze finden. Rekrutieren. War das gar nicht so ein Ticket? War es bestimmt ein Rush-Ticket? Frogzone. Ja, krass, das Auto hält an.
Durch das Fahrrad könnte ich durchrennen. So, machen wir noch schnell die kleinen Nebenaufgaben fertig und dann... Die werde ich mir jetzt auch nicht durchlesen. Find and approach the three kittens in the plaza. Tap the button to interact with them. Okay, aber es sind Welpen. Wie sagt man bei Jungkatzen? Die sind schon putzig. Jetzt gibt es schon wieder drei Quests. Also entweder ist gerade eine dazugekommen, weil das Level gestiegen ist. Achso, weil... Schade, ich kann die nicht gucken. Overview. Ich glaube, dann mache ich jetzt erstmal mit dem hier weiter. Ich frage mich, ob ich... hier schon stark genug bin für dieses Fly Level 2. Ne. Weil es halt Solo ist. Aber bevor ich offline gehe, wäre es auf jeden Fall schlau, meine Energie zu verbrauchen. Und wenn ich mir damit erstmal nur Gold oder irgendwelche Nahrungsdinger hole. Okay, die Bonus-Targets sind immer die gleichen bisher. So, diesmal fange ich mit ihm zuerst an. Und denke dann immer die letzten mit dem Boss. Das sind doch die Roboter von ihr. Ja, das kaputt machen. Stück eine Fehlfunktion. Ja, wenn er so aufs Auto drauf springt, wird es auch nicht besser. Okay, fliegen, ne? Na toll. Ist das Auto ganz kaputt. Das ist so ein harter Kampf, ja? Ja, habe ich nicht richtig geguckt. War doch nur ein Gegner. Also ein Kampffeld. Oder doch nicht? Nee. Was? Dann werden die Kämpfe jetzt doch immer länger und schwieriger. Come on.
das Gesicht, ey. Deku, mach den Rest. Underground, da müsste jetzt die ganze Straße kaputt sein. Power Twister, brauche ich das Level Up. Oh, Kazan. Kazan ist auch mein Gegner. Und schon liegt am Boden. Level 14 ist er und der hat 9 Energieleisten, beziehungsweise wahrscheinlich 10. Also der eine schon mitzählt. Schade, manchmal macht er seine Luftattacken, aber kriegt den Gegner halt nicht hoch. Und in der Luft habe ich keinen. Beziehungsweise andersrum, wenn der Gegner in der Luft ist, aber ich nicht, habe ich auch keinen. Seine Reichweite ist gar nicht so hoch. Kiste aus ihm rauskam. Make new friends, das klang jetzt aber nicht so. Und gegen Kazan zu gewinnen, macht das recht keine Freunde. Zumindest nicht für Deku. Emergency, okay. All Gears. Haben wir jetzt Besseres bekommen? Blaues, ja. Und das andere?
Level 10. Achso, und die Upgrades, die bleiben aber drauf, wie es scheint. Ja. Wenn ich so austausche, bleiben die Upgrades. Das ist ja auch interessant. Notfallausstrahlung. 2000 habe ich jetzt schon. Required 1,5. Ich muss eigentlich mal kurz auf Toilette und was trinken holen, will ich auch. Ich schicke jetzt mal den ersten Kampf und mach's mal auf Auto und dann hole ich das mal schnell. So, wieder da. So, Denki dann als nächstes. Unlimited Time. Anderthalb Minuten. Klingt jetzt nicht sehr viel. Ah, fast tot, alle drei. Ah ja, man kriegt Bonuszeit plus 30 Sekunden, 3 Sterben. Dann ist es noch geil. Vor allem ist seine Ulti gegen Multitarget sowieso ziemlich super. Der hat sich überlebt. Ich bin gleich durch und habe meine sogar noch mehr Zeit übrig, als ich zu Beginn hatte. Ich werde jetzt auch diese beiden Hauptquest-Missionen noch machen. Und dann mache ich, glaube ich, auch erstmal ein Päuschen und esse Armbrot. Das sind ja dann auch schon 2,5 Stunden locker drüber.
Er macht scheinbar echt priorisiert diese Q- und W-Attacken. Sein Smash macht er irgendwie nur. Und er muss ja. Wenn er still steht und nicht irgendwie in der Kombo ist. Wieder der Papiermann. Zehn Leisten, Level 15. Ah, wenn er einmal am Boden liegt, dann lässt er sich auch in die Luft schlagen, das scheint. Aber ansonsten hat er meistens sein Schild an. Jetzt leuchtet er wieder blau. Hat einen 100%er Counter. Oh, geht noch hoch. 120. Wie viel bin ich eigentlich gerade? 10. Also aber noch ein Attempt. Der erste zählt ja scheinbar nicht. Zehntausend hat das jetzt schon gekostet. Weil, warte, bevor ich die Skills mache, mache ich erstmal die anderen Charaktere. Ach so, geht ja gar nicht. Aber ich kann das bei ihm jetzt machen. Kostet generell mehr, ich dachte pro Skill. Schade. Kriegt auch mal seine erste Resonanz. Thank you.
Ich dachte schon, er läuft durchs Wasser. Ein neues Equipment-Teil. Ich wollte ja eigentlich gerne das Equipment anziehen. Ah, da kriegt man jetzt Teile, wie es scheint. Deploy. Jetzt bin ich wirklich im Multiplayer. Okay. Aber da hat einer Hawkman. Den Schattentypen finde ich auch cool, vor allem wenn er seine Fähigkeiten dann später auch noch meistert und fliegen kann. Eine 50 Leisten. ...30% mehr Vulnerability. Ach, die Leisten gehen noch grad zack runter. Hawkman hat gerade seine Fähigkeit genutzt. Auf jeden Fall Schattenhände. Na, na. War klar. Umikage, Tokuyama. 20.000. Every player can draw 3 cards. Extra Card kostet. Nee, danke. Da wäre nochmal schade. Aber Geld ist ja auch erstmal gut. Attempts. Ich sehe gerade nicht, wie man hier Attempts kriegt. So, Skill. Die habe ich ja eigentlich extra nicht gemacht. Weil ich ja die anderen Charaktere auch upgraden wollte. Ja, Resonanz haben wir gerade bekommen. 2 Stück. Für 500. Ein Ring und ein Ticket. Ah. Support Cards. Ah, das sind diese anderen Tickets, die ich bekommen habe. Heavy Strike. Ein Skill ist das, okay. Drei Karten kann ich aktivieren.
Let's experience the effect of it. Support cards. Das Bild. The equipment active support card will be displayed here as an additional skill during combat. Give it a try. Aha. Ach, der kommt doch noch angeflogen, okay. Ist wahrscheinlich dann gut, wenn ich gerade abklinke auf meinen anderen Fähigkeiten habe. So, Ring ist auch ausgerüstet. Warum ist hier Bag noch angehakt? Shards randomly. Achso, die Teile. Aber schon cool, hier sehe ich wenigstens mal, was ich so habe. Das grüne Gear könnte ich wahrscheinlich verkaufen. Hier gibt es jetzt auch Collections, wie es scheint. Muss jetzt hier echt durchscrollen, bis ich den finde, die ich noch habe. Okay. Irgendwas wollte ich gerade noch gucken. Okay, die Punkte haben wir verteilt. Nochmal 5. Ah, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte. Und zwar... Kann ich jetzt nicht mehr? Ticket Draw wollte ich machen. Oh nein, es ist wieder abgestürzt. Gibt aber scheinbar was zum Updaten. Vor allem Laderessourcen, aber dieser Prozess lädt keine Daten. Das klingt irgendwie falsch. Rekrut. So, hier hatten wir doch noch eins, genau. Schade, Level 1 passiv. Ach ne, hier haben wir gar keins bekommen. Das war beides ein Support-Ticket scheinbar. HP um 400. Aber geil, es geht ja auch um die Skills.
Okay, und das ist auch der letzte Aufgabe. Team Info Dangerous. Zwei, vier, acht. Extremely dangerous. Ich habe ja diese Dinger hier nicht. Okay, geht nicht. Ich muss auch hier erstmal. Sagen, wir lassen es einfach drauf ankommen. Das Gears ist ja für alle. Das hat ja scheinbar keinen Einfluss darauf, wer es benutzt. Ist egal, ich würde sagen, wir machen es jetzt trotzdem. Alternativ müsste man jetzt schon grinden, das wäre ja schon hart. Also Gacha-Games sind ja ab einem gewissen Punkt immer grindy. Aber ich hoffe, dass das nicht so frei werden wird, so schnell. Ich finde es halt auch schade, dass man nicht sieht, welches was ist. Ich mache einfach mit ihm mal den ersten. Er ist ja mein Schwächster. Vielleicht klappt es ja, dass er das packt. Angehört, wie jetzt den Kopf gegen den Gegner eingeschlagen hat. Das ist er. Als ob Stein auf Stein trifft. Ah schön, das trifft doch beide, wenn sie im Radius sind. Sieht man eigentlich irgendwo, wie viele Gegner hier kommen? Nö. Das war schon nach 100 Damage tot. Ach, den Pflanzenmann, den kennt man. Viele von den Gegnern sind ja jetzt auch neu gewesen. Die habe ich im Anime jetzt nicht gesehen. Mit der Ulti abschließen bringt, glaube ich, irgendwie auch Bonus. Okay, damit ist der härteste Kampf, glaube ich, schon mal geschafft. Oha, das wird viel bestimmt. Ja,
3 Gegner. 4, 6, 8, 5. Was? Ne, Damage habe ich bisher noch nicht geschafft. Auch mit der Ulti beendet, sehr gut. Hier bestimmt noch Agency Level 18 mit dem letzten Kampf. Essen und Gold. Was so AOE angeht, finde ich ihn aber auch am besten. Also denken. Scheint wieder ein Escort-Quest zu sein, da stand glaube ich gerade jemand. Vorher müssen wir alle Gegner besiegen. Skugel! Schön in das Gesicht des Schulmädchens geschossen. So schnell. Na los, Deku. Izuku Midoriya. Haben sich ja einen tollen Ton bedient. Dem Standard iPhone-Wecker. Octopus Man. Gib auf. Warum sollte ich, ihr blöden Cops? Niemand kann mich aufhalten. Spürt den Terror meiner Tentakel. Ich bin ein bisschen eklig. 15 Leisten hat er. Das ist mein stärkster Bossfight auch bisher. Wenn ich jetzt mal diesen Core-Bossfight nicht mitzähle, wo der Gegner 52 Leisten hat. Hat aber noch eine große Reichweite mit seinen Tentakeln. Leisten. Halbzeit, ein Drittel geschafft. Schön, ein schöner Counter ist weg. 73. Schön, als er am Boden war und seine Defense down war. Das war gerade gut vom Timing. Geschafft! Tentakelmann ist besiegt. So, und damit haben wir Akt 3 auch fertig. Ja, hat nicht ganz gereicht, aber jetzt bei der Questabgabe 100 Pro. Auch mit 3 Sternen. Sehr schön.
Damit haben wir jeden Akt bisher und jede Stage mit 3 Sternen abgeschlossen. 15 Stück, damit müssten wir einen Rang-Upgrade kriegen. Um 96 HP, 16 Attack und 16 Defense. Stat Potential geht auch hoch. Mein erster A-Charakter. Meine Siske wird auch abgegradet mit dem Schnipsen. Siske-Slot ist neu auch freigeschaltet. Nice. Und bis SS kann ich das bei ihm machen. Aber jetzt kostet es auch 3 und nicht nur 1 pro Level up. Ist natürlich hart. Yay, Quick Upgrade, 17.000. Okay, 8 ist Maximum. Ja, cool. Wenn ich mal eine ruhige Minute habe, muss ich dann nochmal schauen, wie viel ich, was ich ausgebe mit den Charakteren. Wofür ich die Hero Points benutze, was da am schlausten ist. In der Regel sind es ja immer die für die teuersten Sachen. Zack. Leider nur Rush Tickets, aber da haben wir uns Level 18. Hero Theater. Und noch 5 und dann haben wir das nächste freigeschaltet. Take my money, buy items in the mall. Ich glaube, das machen wir mal gleich. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Ein Item in der Mall. Ich glaube. Ah, jetzt haben wir hier Offers. 10 Mal. Aber es sind 2000, das ist gar nicht mehr wenig. Wobei es steigt ja auch prozentual. Ich mache jetzt einfach mal so. Ich will ja nur die Quest einmal abgeschlossen haben. Und die nächste Kiste kriegen. Performance-Karten. Okay, das Hero Theater scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Das sieht aus. Hedoro Villan's Sicken ga Maku o Tosta Ato, Boku no Mai ni All Might ga Arawareta. Soste, Itte Kuretan da. Kimi wa Hiro ni Nareru tte. All Might no Kosei, One for All o Uketsugu koto ni natta Boku da kedo. Ordentliche Arbeit. Hey, 第一歩だ。第一歩。緑谷少年は遊泳しろ。行くなら絶対遊泳だと思って。無個性でも成り立つような仕事じゃない。入試当日まで残り10ヶ月で器を完成させなきゃ。そこでこいつ、私考案、目指せ合格アメリカンドリームプラン。寝る時間まで。
オールマイトの指導のもと、僕は UA の入学試験合格を目標にトレーニングを始めた。寝る時間まで指定されたオールマイトのプラン。それだけじゃ足りないんだ。オールマイトがいない時間でも。Okay, das war schneller zu Ende, als ich dachte. Aber hier sieht man seine komplette Laufbahn und die Story spielt man damit nochmal durch. Das ist natürlich cool dann. Ah, Super Battle ist wieder freigeschaltet. Warum habe ich denn da eine Markierung? Mal 6. AFK-Time. Ach so, für die Punkte hier. Weil ich nicht drinne war. Ach so, und der ist unter mir, deswegen kann ich den Kampf rushen. Okay. Wie sieht es jetzt hier eigentlich aus? Schade, fehlt mir immer noch einer, ja. Haben wir hier Combat-Archiv? Achso, jeder Gegner wird hier gescoutet, den wir bekämpft haben. Jeder Charakter. Aha. Hero Trial, wieder was Neues freigeschaltet. Okay, die haben unterschiedliche Attempts. 25, boah, kostet eine Runde ganz schön viel. In limited time, ach, übrigens. Ich glaube 17. Okay, aber mit dem Level-Up, mit dem Rang-Upgrade bin ich jetzt schon recht stark. Ach, vielleicht kann ich jetzt auch diese anderen... Nee, ich hatte glaube ich gerade was mit 2,8. Und die brauchten 3,6. Okay, hier kriege ich jetzt aber gerade keine Bonuszeit. Wo Gegner der getötet wird. Und wir haben nur noch 20 Sekunden für den da. Und die Zeit geht weiter, selbst wenn die Cutscene lädt für die Szene. Hier ist auch knapp. 10 Sekunden. 1, 8, 7. Okay. Das gibt Punkte für ihn. Drei, vier, fünf habe ich sogar. Ach ne, 2,8 war das, was ich brauchte. 3,7, 5,2. Habe ich nicht ein Kostüm bekommen? Achso, damit sind richtige Kostüme gemeint.
Okay, hast du noch was? Na, endlich noch ein Ticket. Jetzt bin ich gespannt. Oh Mist, das ist das Falsche. Das ist ein Support-Ticket. Ich wollte doch ein richtiges Ticket haben. Nochmal der Typ. Stimmt, kann man die nicht doppelt ausrüsten. Ja. Dann kriegt der die. Ach, ich hätte die aber vielleicht auch upgraden können. Ich weiß noch nicht, ob ich den upgraden möchte. So, ich wollte mal gucken, ob ich das jetzt hier schon schaffe. Achso, ich brauche 3,6, aber er hat 3,5. Can accept at level 21. Achso, bis dahin muss ich mich jetzt mit Nebenaufgaben über Wasser halten wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal noch an. Und es ist 20 Uhr. Ich würde sagen, wir haben jetzt 3 Stunden gestreamt, dass wir jetzt hier auch erstmal ein Päuschen machen. Mit 20 Orange Box. Und es ist eh abgestürzt wieder. Gut, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.